Mein Spiel wird vorbereitet für mich. Skandalös. Do it. Ups. Selbst das Logo hat einen Jumpscare. Mann, Mann, Mann. Muss ich mich fortsetzen, bitte? Ah ja. Unfassbar, dass Josh tot ist. Unfassbar, wie er starb. Nein, ich meine, was, wenn sie sich irren? Was? Vielleicht hätten wir im Schuppen nachsehen sollen, ob es so war. Keine Ahnung. Es gibt Dinge, die man nicht mehr vergessen kann, wenn man sie einmal gesehen hat. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Ich glaube, was sie sagen. Yo, Emily. Da. Eine Axt. Mir geht's besser mit einer Axt. Was ist eine Einstellung? Ja, finde ich gut. Axt ist gut. I like the X. Oh, was jetzt? Hier ist zu, Matt. Brech die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Ach, keine Ahnung. Vielleicht... Da! Was? Ein Fenster. Ach, ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Du passt niemals dadurch, du Schrank. Ich pass nicht durch, aber du. Bist du irre? Ich zwäng mich doch nicht durch das winzige Loch. Du zwängst doch. Dich auch in noch engere Jeans, Em. Wie bitte? Ist dein Talent. Super. Schön, dann mal los. Okay. Dann los. Okay, jetzt. Jetzt läuft's. Oh, verdammt! Los! Wie stellt die Frau sich an? Oh mein Gott! Das ist pechschwarz! Das ist echt nicht mein Ding! Ich bin ja hier, Em. Ich kann nichts erkennen! Hier steht so viel Krempel über den die Stellen. Are you serious? Ich bin weniger romantisch. Emily mag mich weniger. Weil ich sie da durchgequetscht habe, echt. Ich stolpere. Schon okay. Ist da ein Riegel? Are you serious? Oh, Matt, es sind Spinnen hier drin. Mach vorsichtig. Wie soll ich das machen? Hier ist es stockdunkel, du Depp. Hey, ich versuch dir doch nur zu helfen. Beinahe, glaub ich. Beinahe. Oh, wow. Geschafft. Super, Em. Du rockst. Du warst auch gut. Das war gut. Wir waren gut. Ja, absolut erste Sahne. Oh Mann. Oh. Gott. Verdammt! Was ist passiert? Das ist irre. Wir waren doch vor ein paar Stunden noch hier. Das muss gerade passiert sein. Was zum Teufel geht hier vor? Das muss der Kerl sein. Derselbe wie bei Chris und Ash und Josh. Du weißt, dass das der einzige Rückweg ist. Sag das nicht. Da. Die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Das, ich meine, das ist nicht weit, oder? Kannst du springen? Ich bin gut, aber nicht so gut. Nee. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Können wir uns nicht erstmal umgucken? Alter, alles ist ja furchtbar. Ich glaube, da wusste einer genau, was er tut. Meine Güte, sie sind nur am Rumheulen. Ist noch nicht mal was passiert. Guck mal, hier ist irgendwas. Hey, da! Feuerwachturm! Hey, du Held! Vielleicht sollten wir die Seilbahn in Gang bringen und etwas unternehmen, ha? Huh?
Ach, Girl. Stop whining. Wirklich freundlich. Ach, so grottig. Nein, es ist freundlich. Findest du nicht, okay, also Button pushen ist nicht, oder was? Kannst du nicht? Krabsch danach. Toll. Achso, du brauchst einen Schlüssel. Keine Seilbahn. Oh. Also, zurück auf Anfang. Was ist mit dem Feuerwachturm auf der Karte vorhin? Tja, wir können es versuchen. Vielleicht gibt's dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Besonders vorhin. Das war vor 2 Minuten. Ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Ja, ich weiß. Wir benutzen das Funkgerät und rufen Hilfe. Irgendwer empfängt sicher das Signal. Oh, wow. Jemand hält sich endlich mal an die Regeln. Was? Welche Regeln? Regel 1, Emily hat immer recht. Regel 2, alles andere ist egal, denn Emily hat immer recht. Aha. What? Girl, what the fuck, man? Ich bin tapfer, weniger romantisch. Ellie mag mich nicht mehr. Emily mag mich mehr. Weil ich ihr zugestimmt habe, ehrlich. Wenn du mal aufhören würdest, hier so rumzubitchen, ja? Das würde so alles so viel leichter machen. Ups. Wo guckt denn die Frau hin? Okay, I see. Alles klar. Was geht bei dir, Süße? Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. Das ist ein Pärchen, Alter. Ihr seid drauf. Jetzt mach mal ein bisschen hin, Frau. Just go. Bastard. Was haben wir hier Schönes? Du kommst mit mir, Baby. Na. Achso, sie meint die Lampe. Ich komme auch. Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Ich meine, ich habe die Axt. Die Axt ist wichtig. Oh! Alles klar? Ja, danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich. Was ist das für ein Pärchen, Mann? Warum sind die zusammen? Gleich da. Gleich da. Meine Knie sind ganz Guck weich. Gleich runter. Wow. Okay. Okay. Ist immer toll, wenn Heilige die mit der Taschenlampe hinten läuft. Ja, aber echt. Hey ho, wie geht's? Wie geht's? Oh, girl. Was? Das Funkgerät. Das wird es. Aber okay, falls nicht, brauchen wir einen Plan. Vielleicht können wir ja runterklettern. Wo runterklettern? Den Berg. Ist das dein Ernst? Auf den Arsch runterrutschen. Wo ist das Problem? Es ist ja nicht in einem Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath geht einfach auf und haut ab? Nein. Ganz entspannt. Aber Arbeit war entspannt heute, das war ganz nett. Versteck. Oder? Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Von daher entspanne ich mich jetzt bei ein bisschen Until Dawn und Teenie Terror. Das ist ganz cool. Aber die Leute sind solche Stereotypen und du fragst dich, warum sind die zusammen? Warum sind die nicht normal? Aber immerhin hat er eine Axt. Axt ist gut. Ja, geht doch. Einfach mit dem Arsch runterrutschen. Das passt schon. Danger, Cliff. Ja, Matt, wenn ich die Wahl habe, verbringe ich den Abend lieber nicht damit, von einer verschneiten Klippe zu stürzen. Achso, ich kann mir das Ding nur nochmal angucken. Okay. Dann geh bald wieder. Oh, Matt, was ist das?
Oder auch nicht. Scheiße! Shit! Geistige Elche. Nee, Hirsche sind es. Geistige Hirsche. Geistiges Hirsch. Ich will auch so eine Badewanne ohne Spaß. Alter. Weißt du, wie viele Badebomben ich da reinknallen würde? Oh. Kriegt aber gar nicht mit, ne? Hallo? Hallo? Ach, Sam. Leute? Warum macht ihr nicht endlich mal das Licht an? Was treibt ihr da draußen? Die sind anderweitig... anderweitig beschäftigt. Okay. Ja, Badebomben sind geil. Musst du echt mal ausprobieren. Das Beste ever. Die lösen sich dann so auf und dann hast du richtig schönes Badewasser. Super. Ich habe ein Handtuch oben. Frau, ohne Spaß. Wie kriegst du das hin, dass dieses Handtuch auch nur im geringsten an deinem Körper hält? Meine rutschen immer runter. Das ist immer ein bisschen frustrierend. Oh, da liegt was. Oh, verdammt nochmal, meine Klamotten, wirklich? Wer auch immer das war, bekommt von mir kein Weihnachtsgeschenk. Wirklich nicht cool, Leute. Überhaupt nicht cool. Immerhin hast du eine Socke gefunden. Besser als nichts. Chris? Josh? Hello, friends. Was zum Henker? Laufen einfach mal nackt durch die Bude, kein Thema. Es ist arschdunkel, du hast nur ein Handtuch an. Fuck you with the jumpscares, ehrlich. Ich folge mal den Ballons, das ist gar nicht verdächtig. Chris? Mike? Emily? Irgendwer? Das geht jetzt langsam echt zu weit, okay? Spätestens jetzt wäre mir das Handtuch runtergerutscht. Ha, ha, seht euch Sam an, wie sie im Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Reicht es euch? Spätestens jetzt wäre mir das Handtuch runtergerutscht. Alles spätestens jetzt. Bereit für den Seniorabschluss bei Hannah, Sam, Mike und Emily. Emily sucks. Kann ich meine Klamotten jetzt zurückhaben oder soll ich das ganze Wochenende im Handtuch rumlaufen? Ja, bitte lauf im Handtuch rum die ganze Zeit. Also. Okay, wenn ihr mir Angst einjagen wollt, wartet mal. Da lang. Da lang. Ich würde niemals in so einem riesigen Haus alleine sein wollen, wenn kein Strom an ist. Ich meine, guck mal, wie dunkel das hier ist. Ist doch arschig. Ja, Pennywise, oh oh. Ja, stimmt. Die roten Luftballons, das ist ja immer so ein Indiz dafür. Ah! Fuß! Fuck you, Jumpscare. Leute, kommt schon, ich will nicht mehr. Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir. Ah! Hey, sie haben irgendwie Alles geredet. Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir... eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Oh mein Gott. Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Eine hübsche Bademix. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreatur? Zeigst du mir das hier? Warum siehst du hin? Sieben. Bitte, nein!
Nein, warte, werfen! Springen! Dass das Handtuch hält, ist mir ein echtes Rätsel. Verstecken! Soll ich vielleicht noch die Taschenlampe ausmachen? Oh, wo? Sam, versteckst du dich? Der Doktor hat jetzt Zeit für sie. Scheiße! Scheiße, ich hätte das Ding hinlegen sollen. Ach, 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 ach! Fuck you! Haha! Das ist schlecht. Kann das ein Bett sein? Kein Türgriff? Zieh hin! Go, Sam. Go, run for your life. Oops. Sam, du solltest rennen. Also sei mir nicht böse, aber rennen. Laufen. Ah! So ein Arschloch. Ja, Slipknot ist definitiv hier voran. Das war aufregend, nicht wahr? Sehr gut! Dein Spiel läuft anscheinend wirklich gut. Yes, Peter, I love you too. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vor Isolation. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert? Aufhören, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Ihr seid Psychopath. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Nee. Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm. Matt, was ist das? Geistige Hirsche. Keine Ahnung. Oh. Ah, Matt! Was hast du vor? Was willst du tun? Nein, nein, nein. Die werden uns wehtun.
Nee. Langsam. Ist okay. Komm weiter. Lief der Hirsch ist alone. Alles entspannt. So, weiter geht's. Oh, oh Gott, ich spiele jetzt Emily. I'm playing the bitch. Yes. Nice. Na gut. Falls wir es hinkriegen, jemanden zu erreichen, dann sagen wir, wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben. Für den Fall, dass die draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Oh ja. Yeah. Ah! Oh, das ist verflucht grell! Ach, wirklich? Ich kann nicht sehen. Was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. So sieht's aus. Alles ganz normal. Ist gut, dass man diejenige spielt, die die verkackte Taschenlampe hat, ey. Siehst du nicht mal was? Na komm, Matt, hier. Komm mal mit hoch. Oder lass es sein. Ist auch okay. Warum nimmst du die Axt nicht mit? Bist du deppert? Die kannst du dir doch in der Hosentasche stecken. Warum ist es hier plötzlich so windig? Wir sind schon fast drin. Ihr seid auf einem Berg. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dort windig ist, ist sehr hoch. Just saying. Achso. Okay. So, ich guck da mal, was hier so abgeht. Was ist das Schönes? Ein Drucker. Geil. Tja, kein Strom. Warum gibt's hier keinen Strom? I need Strom, girl. Oh, hier. Nein, das ist ein potenzieller Strombutton. Jetzt kann ich den Drucker drucken lassen. Ich will den Drucker drucken lassen. Hallo? Oh. Wer hat diese Person gesehen? Beth Washington. Beth Washington wurde zuletzt am 2. Februar 2014 zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr bei der Ski Lodge in Blackwood Pines in Alberta gesehen. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Beth trug eine leuchtend pinkfarbene, gefütterte Jacke, schwarze Leggings, Seeschuhe und eine weiße Mütze. 1,72, 50 Kilo. Ist aber sehr schlank, die Frau. Okay. Das ist jetzt nicht der Neid, der aus mir spricht. Push the button. Wow. Wow.
over. Hallo? Hallo? Bitte sagen Sie etwas, wenn Sie das hören. Bitte, wir brauchen Hilfe. Over, over. Scheiße. Hallo? Oh mein Gott. Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte. Hallo, will uns jemand kontaktieren? Hier ist die Park Ranger Station von Blackwood County. Wir haben eine sehr schlechte Verbindung. Sprechen Sie bitte langsam und deutlich. Over. Bitte, 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 bitte Hilfe. Oh mein Gott, wir sind hier am Blackwood Mountain. Und hier ist ein Psychopath. Sie mich hören? Wiederholen Sie Ihre Nachricht. Es war nicht möglich zu verstehen, was Sie wir sagen. Wir brauchen Hilfe, bitte. Hallo? Können Sie sich bitte identifizieren? Over. Oh mein Gott, okay. Hier ist... Mein Name ist Emily. Hallo? Ich empfange Sie nicht deutlich. Bitte wiederholen. Over. Mein Name ist Emily. Wir sind am Blackwood Mountain bei der Ski-Lodge. Hier ist ein Killer. Er ist hinter uns her und er hat unseren Freund umgebracht. Oh Gott, bitte Hilfe. Sie müssen uns helfen. Hat dir nicht gerade gesagt, du sollst langsam reden? Er versteht dich nicht und sie babbelt vor sich hin, ja? Etwas beim Bewegungssensor. Bestimmt ein Scheiß. Ich höre Sie, Ma'am. Bitte bleiben Sie auf Position. Wir haben Hubschrauber, die Sie da rausholen sollen. Yay! Was? Wann? Wie lange? Morgen, so früh es geht. Nicht vor dem Morgen. Scheiße! Das kommt davon, wenn man die scheiß Axt da unten liegen lässt. Echt am Arsch, würde ich sagen. Echt am Arsch. Und ich habe ein Status-Update. Was habe ich für ein Status-Update? Ich bin hilfsbereit. Ich bin tapfer. Emily liebt mich. Das ist gut so. Verdammt! Ah, ho, ha. Ah. Verdammt! Oh, ah, oh. Ah, oh, ah. Matt! Oh Gott, Matt! Hilf mir bitte! Ich komme! Ich komme! Em, das Ding ist echt verdammt wackelig! Matt! Du musst etwas unternehmen! Sofort! Worauf wartest du? Ich denke nach! Lass mich nachdenken! Denk nicht, du Idiot! Hol mich einfach hier runter! Emily, du hast Angst! Du musst dich beruhigen! Alles wird gut. Ach, hör auf zu labern, ich halte es nicht mehr aus. Hör auf, mich anzubrüllen und lass mich einfach machen, hä? Okay? Endlich bist du mal ein Mann. Ja, lass den... Endlich bist du mal ein Mann. Für alle Zeit, die du brauchst, ich laufe ja schließlich nicht weg. Ich versuche, zu dir zu kommen und dich hochzuziehen. Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdammten Turm. Bitte, 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 Matt, tu endlich was. Ich werde springen. Oh. Ah!
versuche nur, den sichersten Weg zu dir zu finden. Du Idiot, jetzt hol mich endlich weg von hier! Wie hätte ich sie denn retten sollen? Also mal ehrlich. Emily! Oh no, Emily ist abgestürzt. Ist ja ärgerlich. Ja, die sind groß grauenhaft bei diesen Texten. Ich stimme dir vollkommen zu. Obwohl ich glaube, Emily ist auch in Englisch total garstig. Sie war nicht oben? Weiß nicht, hab sie nicht gesehen. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich hab sie auch nicht gesehen. Ashley! Oh, ist das wirklich passiert? Verdammt, was ist denn hier bloß los? Die Spooky Ghosts. Spooky. Was ist denn? Also ich kann ja mal hier gucken, was hier wieder abgeht, ja? So ein bisschen. Was geht denn hier ab? Also Matt hielt während des Streits mit Jessica zu Emily. Emily war freundlich zu Matt. Das ist gut. Was haben wir hier? Sam hat einen Baseballschläger gefunden und im Keller gelassen. Sam konnte wählen, ob sie den Schläger benutzt oder nicht. Sam hat den Psycho geschlagen, um mit zu entkommen. Haben wir gemacht. Und dann wurde ich trotzdem erwischt. War ein bisschen blöd. So, Mike ist Jessica erfolgreich nachgelaufen. Haben wir hingekriegt. War schön. So, was haben wir noch? Chris hat gesagt, er würde Ashley retten. Ashley war dankbar und fühlte sich Chris verpflichtet. Richtig so. Mike hat sich aus der Bärenfalle befreit. Mike hat keine brauchbare Machete mehr. Tja, ist ja blöd. Was soll's. Mike hat den Wolf nicht getreten. Hallo, wer tritt den verkackte Wolf? Nee, Mike hat einen Freund gewonnen. Ja, I got a little wolfie.